Santa Claus. You're a mean one, Mr. Grinch. Santa. Uncle Santa. Santa. No brainer. Santa natürlich. Ich auch, eindeutig. Santa. Which one do you guys watch? Santa or the Grinch? The Grinch! The Grinch! So the Grinch für diesen Hause. Ey, ich bin Santa. Santa. Also Santa gibt's gar nicht. Absolutes Christkind. Santa, denke ich. I think I'm Santa, everyone else says the Grinch. Santa. Santa Claus. Ich bin auch natürlich dann mehr von Weihnachtsmann. Stille Nacht. Last Christmas? Yeah, last Christmas. Last Christmas for me. I was gonna say Santa's coming to town. Last Christmas. Ich nehme Silent Night. Je nach Stimmungslage. Ja, Last Christmas ist schon ein Top-Song für mich. Last Christmas. I'll go Silent Night. Last Christmas. Nehme ich auch. Last Christmas. Beides. Last Christmas. I like both, but I'll go Last Christmas. Both. Silent Night. Both for me. Well, that was Silent Night, that's why it took so long to answer. Last Christmas. Stille Nacht und am besten schön vom Chor gesungen. Home Alone, 100%. Home Alone, ja. Ich nehme Kevin allein zu Hause. Ich schätze, das ist Home Alone, also nehme ich das an. Ja, Home Alone, ja. Kevin allein zu Hause, auf alle Fälle. Ja, auf jeden Fall, bei mir auch. Home Alone. Die Hard. Ich nehme Kevin allein zu Hause. Ja, Kevin allein zu Hause. Home Alone. What was the other one? Die Hard? No, Home Alone. Kevin allein zu Hause. Kevin. Ganz klar, Kevin allein zu Hause. Home Alone. Elf. No questions asked. Home Alone 3. Yeah. Ich auch für Kevin allein zu Hause natürlich. Glühwein. Eggnog. Probably mulled wine. I used to be eggnog, but now living over here, I'm more of a mulled wine guy. Glühwein. Yeah. Glühwein. Ja, Glühwein, mit Abstand. Bei mir auch Glühwein. Mulled wine. Glühwein, klar. Mulled wine? Ja. Glühwein. Glühwein mit Schuss. Glühwein. Wine. Oh, hot wine. Glühwein. Anything but eggnog. Glühwein und wenn er manchmal auf dem Weihnachtsmarkt nicht ganz so gut schmeckt, dann darf er auch mit Schuss sein. Normalerweise gibt's Entenbrust. Roast turkey, also Truthahn. Growing up it was probably like a turkey, you know, some ham, stuff like that. Yeah, we had everything growing up. Turkey, ham, stuffing, kinda all the fixings. Usually a ham, maybe with some pineapples on there. Some kind of mashed potato, maybe a veggie, and obviously a lot of sweets. Yeah, I think we used to do lasagna and all kinds of entrees, like cookies Saint-Jacques, you know those things? No. Okay. Italian. Gans? Turkey. Was ist das? Gans? Turkey ist nicht ganz. Truthahn, ja. Italienische Grießgnocchi. Ja, bei mir irgendein Fleisch und dann Knödel und Rotkraut, sowas. Back home, turkey and roast beef, ham, mashed potatoes. Yeah, turkey, kind of a Thanksgiving style, Christmas. Für uns haben wir einen Schweinbraten und Ente. Und dann haben wir normale Kartoffeln und Karamellkartoffeln. Da wir Max zu Hause und Rotkohl.
Bei uns gibt's immer Schnitzel und Fisch mit Kartoffelsalat. Depends if I got a Swedish one or a Danish one. This year it's gonna be Swedish, so it's gonna be Swedish meatballs, hams. What else do they have? Potato gratin, that kind of stuff. A lot of different things. Okay, I don't know how it's called in English, but we have tortillas, so it's like some sort of pie filled with meat. Okay. That would be like kind of a tradition back home. Bratkartoffeln, Bratwürstel und Sauerkraut. Keine Pizza auf jeden Fall. Keine Tradition, also einfach eigentlich was, also Hühnersuppe ist Tradition. Hühnersuppe mit so leckerem Wäldchen. Dann meistens machen wir Raclette, glaube ich. Ist so ein bisschen so letzten Jahre für uns als Familie als Tradition geworden, wenn man doch Tradition hat. Bei uns ist eigentlich immer Weißwurst, Wiener, so ganz einfach eigentlich Kartoffelsalat. Okay. Am 24. gibt es eigentlich immer so Kartoffelsalat mit Wiener oder Bockwurst und so. Und dann am 25. gibt es dann Gans mit Klößen und Rotkraut oder Grünkohl, glaube ich, auch noch. Ja. Turkey, ham, like stuffing, I'm not sure if you know what that is. Sturridge likes it. Cranberry sauce. Cheese fondue. Turkey. A big turkey. Gans und Ente. Mit Grünkohl, natürlich ganz klassisch, und Rotkohl, Klöße. Eishockeyschläger, als ich jünger war. Meine war vor 2 Jahren ein Kreuzfahrt und ich kann ihn immer noch nicht nutzen, weil wir leider in einer Pandemie stecken. Aber ich habe mich wahnsinnig auf den Kreuzfahrtgeschenk gefreut. Probably a Lego spaceship. Mine was a ping pong table. A hockey stick when I was, I don't know, 7 years old, 6 years old. Yeah, probably something to do with hockey. I think maybe like a Joe Sakic jersey, one of your favorite players. So viele gute. Wahrscheinlich mein erstes Fahrrad. Dann nehme ich mir auch mein erstes Fahrrad. Bestimmt als Kind ein Fahrrad. Ich würde fast sagen, bei mir auch als Kind, dann so den ersten richtig guten Eishockeyschläger. Probably as a young kid, just getting hockey gear, I think was the most I would geek out on. Yeah, when I was really young, I got a little snowmobile as a gift. Nice. Eishockey-Ausrüstung. What's the best gift? Unicorn. Oh. Yeah. What's the best gift? Cars? Cars. Oh, okay. So, an unicorn on cars. It's probably hockey related. Something. Yeah. New stick or something when you're young. I would say the same. Hockey stick when I was a kid. I was pretty pumped about it. Habe ich ein iPad bekommen, als ich 13 oder 14 war. Ich glaube, Geburt meines Sohnes vielleicht, wenn ich das noch zu Weihnachtsgeschenk ziehen kann. Ich glaube, wenn die Familie gesund hat, ist eigentlich immer das Schönste, was da eigentlich Weihnachten passieren kann. Oder wenn man zusammenkommt, glaube ich. Ich glaube, wir sehen ja unsere Familien auch eher weniger. Wenn dann die Eltern oder Freunde, Bekannte zu Weihnachten dann, glaube ich, am Tisch sitzen, genießen wir, glaube ich, als Eishockeyspieler ziemlich sehr. Da schließe ich mich an. Wahrscheinlich damals, wo ich noch kleiner war, habe ich immer Player Cards gekriegt. First Hockey Skates? Having my kids home. Sounds pretty good. We'll go with that. Remote control car. Well, when I was a kid. Wenn ich jetzt sagen kann, ist, wenn die Familie zusammen ist, ist das größte Weihnachtsgeschenk, was man mir immer machen kann, zu der jetzigen Zeit lieber machen. Das ist eine Überraschung. Haufen Auflagen, oder? War ja andersrum. Viele Vorlagen. Also habe ich ja gemeint. So habe ich ja gemeint. Viel Freundschaft, viel Liebe. Viel Liebe, ja. Sehr gut. Hallo liebe Fans. Ich wünsche euch schöne Feiertage, frohe Weihnachten, genießt die Zeit und alles Gute und einen guten Rutsch. Season greetings, Ice Baron Fans. Yeah, thanks so much for your support and Happy New Year's. Liebe Fans, wir wünschen euch frohe Weihnachten, ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Hey everybody, wish you happy holidays. It's been a tough year for everybody. Enjoy the festival and please be safe, and we look forward to seeing you in the new year. Hey Eisbären fans, we just wanted to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, and just thank you for all the continued support. Hallo liebe Eisbären Fans, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr und vielen Dank für euren tollen Support in diesen schwierigen Zeiten. Hey fans, Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you for all the support. Merry Christmas. Hallo liebe Eisbären Fans, wir wünschen euch eine frohe Weihnacht. Und schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vielen Dank für euren super Support auch in der schwierigen Corona-Zeit. Frohe Weihnachten. Wir sagen alle. Do it again. Say it again to me. No, it was good. Frei. Frohe. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Sind Sie Deutscher? Sind Sie Deutscher? Ich wünsche allen, oder wir wünschen allen frohe Weihnachten. Habt alle eine schöne Zeit zusammen, bleibt gesund und genießt die Zeit, und hoffentlich können wir das auch alle wieder gemeinsam machen. Merry Christmas to all the fans and happy holidays, happy new year, stay safe and thank you for all your support. Vielen Dank für eure Unterstützung, ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Hallo liebe Eisbären-Fans, ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und danke für die riesen Unterstützung, die ihr immer für uns immer parat habt. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ja, hallo, liebe Eisbär-Fans. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Merry Christmas to all the fans. It's a pleasure playing in front of you. See you in the new year, and hopefully something happens so it'll be packed out there again soon. Yeah, stay healthy. Joyeux Noël. Ja, liebe Eisbären-Fans, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Auf jeden Fall ein paar schöne Weihnachtstage, einen guten Rutsch schon mit ins neue Jahr. Wir sind froh, dass wir euch haben und freuen uns, euch auch wieder in der Halle bald zu sehen. Ja, kann ich mich nur anschließen. Danke für die Unterstützung. Und das brauchen wir dann 2022 auch wieder. Und ja, da freuen wir uns schon drauf. Hey, everyone. Just Serge here, just Sergeant Craig. Just want to wish you a Merry Christmas, Happy New Year. Enjoy the holidays, and most of all, stay safe. I think those words are pretty good, and I think that sounds pretty good. I think that actually should be a song. You know, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. All right.